Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um ein Video von mir zu schauen. Letztes Jahr, Mai oder Juni, gab es ein Video von mir, das lautete so: Erste Schritte, um die Karies meines Kindes zu stoppen. In dem Video berichtete ich euch von meinem jüngsten Sohn, er wird jetzt im April 6. Und bei ihm ist bei einer zahnärztlichen Untersuchung im Kindergarten, das war so im Oktober, November 2013, festgestellt worden, dass zwei Zähne, also so ein Kariesverdacht bei zwei Zähnen, noch nichts Auffälliges, noch nicht so sehr Auffälliges, aber sollte beobachtet werden. Also wir sollten uns mal beim Zahnarzt vorstellen. Ich hatte dann auch die Monate darauf immer mal mir die Zähne angeschaut und habe dann wirklich an den zwei Backenzähnen so einen kleinen schwarzen Punkt an der Seite, nicht auf der Kauffläche, aber an der Seite so festgestellt. Und daraufhin hatte ich ja auch dieses Video gemacht. Meine Überlegung auch, ist es möglich, Karies zu stoppen, und euch die Schritte dargelegt, die ich jetzt eigentlich unternehmen wollte. Und das ist ja so, mein Jüngster ist ein sehr mäglicher Esser, er isst also gern Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, liebt Süßigkeiten und lehnt er die mineralstoffreichen Lebensmittel, Gemüse, grünes Blattgemüse, Sprossen, lehnt er so weitestgehend ab. Da gibt es immer nur mal ein paar Zugeständnisse. Und es ist ja so, die Karies entsteht ja vor allem bei sehr zuckerhaltiger und mineralstoffarmer Ernährung. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Dicke des Zahnschmelzes beschaffen ist. Es gibt Menschen, die haben sehr dünnen Zahnschmelz, die müssen da wirklich sehr aufpassen oder tendieren dann eher zu Karies. Und Menschen mit dicken Zahnschmelz, die können sich jahrzehntelang wirklich auch relativ zuckerlastig und mineralstoffarm ernähren, und da passiert erstmal nichts. Es kommt immer darauf an, was man mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Genau. Jetzt im Oktober, November 2014 gab es die nächste zahnärztliche Untersuchung. Ich bekam wieder ein Zettelchen mit nach Hause. Da waren auch die zwei Backenzähne richtig benannt. Die sind kariös, die müssen behandelt werden, unbedingt zum Zahnarzt. Das tat mir dann nun leid für den kleinen Mann, dass ich ihm das nicht ersparen konnte, den Weg zum Zahnarztstuhl, dass eben die Zähne behandelt werden müssen. Ich selbst war als Kind auch regelmäßig beim Zahnarzt. Wir mussten auch Milchzähne gezogen werden, weil die nicht von selbst herausfielen. Und ich hatte dann auch später mussten meine Backenzähne behandelt werden, weil sich da auch Karies festgesetzt oder Karies gebildet hatte. Also ich bin nie gern zum Zahnarzt gegangen. Ich habe immer ganz schon Tage vorher Bammel gehabt, und das war immer ein sehr unschönes Erlebnis, und die wollte ich eigentlich meinen Kindern ersparen. Mein Ältester, der ist jetzt knapp 10 und der hat makellose Zähne, noch nie Probleme gehabt. Und da bin ich auch sehr froh drum und tat mir wirklich sehr leid, dass der Jüngste da eben dann doch Karies an den Zähnen hatte, auch wenn man sagt, sind ja nur die Milchzähne. Hauptsache, die zweiten Zähne bleiben unversehrt. Ja, aber da ich halt selber immer so Ängste hatte beim Zahnarzt, wollte ich das eigentlich meinem Jüngsten auch ersparen. Ich habe dann auch den Papa gebeten, einen Termin beim Zahnarzt auszumachen, weil ich habe mich da wirklich, habe gedacht, ich kannte ja meine Gefühle dazu, und ich wollte nicht, dass ich so diese Ängste oder Sorgen dann auf den Kleinen übertragen. Und habe gedacht, nee, das mache ich mal nicht, das macht mir schön der Papa. Was soll ich sagen? Wir hatten den Termin jetzt am 5. März. Das Resultat nach diesem Zahnarztbesuch: Mein jüngster Sohn hat keine Karies. Die Zahnärztin hat festgestellt, an zwei Backenzähnen war eine graue Schicht unter dem Zahnschmelz. Unter einer dünnen Schicht Zahnschmelz war eine graue Schicht, die ein bisschen rau war, aber das war keine Karies. Sie hat auch nirgendwo in den ganzen Milchzähnen Karies festgestellt. Jetzt frage ich mich natürlich die letzten Tage, was ist da passiert? Letztes Jahr im Oktober, November hat eine Zahnärztin im Kindergarten festgestellt, da gibt es zwei Zähne, die müssen behandelt werden, die haben Karies. Und ich habe mich nochmal erkundigt, das war keine Husch-Husch-Untersuchung, die Kinder wurden alle gründlich untersucht. Dann überlege ich natürlich, ist es möglich, Karies zu heilen? Was haben wir in den letzten Monaten anders gemacht? Es gibt einige Punkte, die ich euch aufzählen will. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, ob wir wirklich die Karies geheilt haben, was da passiert ist. Ist mir jetzt wirklich noch ein Rätsel, aber ich kann euch mal einfach aufzählen, was wir gemacht haben. Meine Jungs nehmen seit ein paar Monaten eine hohe Dosis B-Vitamin 12. Dann habe ich auch angefangen, ihnen Vitamin D zu geben. Das ist diese Form. Einfach weil wir hier im Winter wenig Sonnenlicht bekommen, was wir brauchen, um Vitamin D in unserem Körper zu bilden. Und man sagt auch, dass für die Zähne auch Vitamin D wichtig ist, auch um Karies zu verhindern. Also das haben wir gemacht. Was haben wir noch gemacht? Mein Ältester ist seit November glutenfrei, zuckerfrei, milchproduktefrei. Und der Kleine zwangsläufig die meiste Zeit mit. Aber es ist nicht so, dass die letzten Monate Zucker und Getreide
total weggefallen ist, ganz und gar nicht. Es gab auch dann ab und zu dann eben bei Freunden oder im Kindergarten gibt es dann eben auch mal einen süßen Nachtisch oder bei Teilefrühstück gibt es dann auch mal Kekse oder Nutella-Eierkuchen oder irgendwas sowas. Also man kann nicht sagen, dass wir da komplett auf Zucker und Getreide verzichtet haben. Dann ist es so, ich bereite ja alles selber zu, Schokolade, Süßspeisen, Kuchen und ich habe oft für den Kleinen, gerade bei Schokolade, Birkenzucker verwendet, Xylitol. Das ist auch noch eine Veränderung, also, oder so eine Neuerung, dass ich das wirklich jetzt fast immer für ihn Birkenzucker verwendet Dann habe. haben die Jungs auch ab und zu mit Kokosöl die Zähne geputzt. Also man sagt ja auch, Kokosöl ist antibakteriell. Da gab es auch eine Studie, da hat man verschiedene Öle, darunter auch Kokosöl, mit fettspaltenden Enzymen versetzt. Und Kokosöl war das einzige Öl, was die Kariesbakterien abgetötet hat, aber die guten Bakterien am Leben gelassen hat, sozusagen. Das hatte ich auch schon in meinem Zahnpulver-Video erwähnt, diese Studie. Ich kann euch mal den Link zu diesem Zahnpulver-Video und Informationsvideo einfach mal in die Infobox unter dieses Video packen. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da gibt es noch viel mehr Infos zum Kokosöl, ne? Wie man damit Karies eindämmen kann. Also, meine Jungs haben mit Kokosöl geputzt und der Birkenzucker, genau was ich schon erwähnt der Birkenzucker ist eben ein Zucker, den die Kariesbakterien nicht verwerten können. Also der Xylitol, der Birkenzucker, bietet den Kariesbakterien keinen Nährboden und so entsteht weniger Karies bis gar keine Karies. Und ich denke auch mal, dass die nächsten Schritte weiterhin sein werden, dass, also meine Jungs putzen jetzt gerade noch mit dem Velleda Zahngel die Zähne. Wenn diese Tube alle ist, werde ich ihnen einfach eine Zahnpaste mischen aus Kokosöl und Xylitol. Ich werde das Kokosöl einfach im Wasserbad verflüssigen, den Birkenzucker einfach so wie Puderzucker fein mahlen und werde ihnen eine schöne Kokosöl-Xylitol-Paste mischen. Und ich denke, das wird meinen Jungs sehr schmecken. Die lieben beide den Kokosgeschmack und natürlich, wenn es süß ist, das ist natürlich eine gute Kombination Kokosöl und Xylitol. Dann werde ich weiterhin so vorgehen, dass ich meinem Jüngsten oder beiden regelmäßig einen halben bis einen Teelöffel Xylitol in den Mund gebe. Der wird sich dann auflösen im Speichel und dann sollen die dann 2 Minuten diese Xylitol-Speichellösung im Mund hin und her bewegen und dann ausspucken. Ganz wichtig, ausspucken. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch die ersten Male das einfach schlucken, weil das sehr süß ist. Ich kann mir vorstellen, dass mein Jüngster das dann auch immer gerne mal verschluckt. Aber es ist wichtig, dass er das ausspuckt und dass das auch nicht mit Wasser nachgespült wird und dass man eine halbe Stunde das so wirken lässt, sozusagen. Man kann ja noch mit Kokosöl ein Öl ziehen. Durchführen. Das mache ich regelmäßig. Ich weiß nicht, ob ich meine Jungs dazu hinbekomme, dass sie 15 Minuten lang Kokosöl im Mund hin und her ziehen, hin und her spülen. Man könnte das ja bei ihnen auch erstmal mit 2, 3 Minuten anfangen. Und das ist auch wirklich wunderbar, hilft gegen Bakterien im Mundraum und wirklich eine wunderbare Sache. Ich hatte dann auch mal so im Internet recherchiert, da gibt es auch ein Buch Karies heilen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Autor heißt. Der empfiehlt eine sehr, also eine Ernährung, also gegen Karies, die sehr lastig ist mit tierischen Produkten. Milch, Fleisch, tierisches Fett, Eier und Gemüse. Getreide ist schlecht, Obst ist schlecht, also vor allem wird der Fokus auf tierisches Fett, tierisches Eiweiß gelegt, welches die Zähne mineralisieren. Jetzt habe ich letztens auch in einem Vortrag von einem Umweltmediziner gehört, dass der beste Mineralstoff für Sorge für uns wäre so ein Sud aus gekochten Tierknochen. Ist natürlich vegan, für vegan oder vegetarisch lebende Menschen keine Lösung. Also wir müssen dann wirklich versuchen, gute pflanzliche Quellen zu finden. Und es gibt auch einige gute Quellen, die wirklich viele Mineralstoffe enthalten. Das ist natürlich das grüne Blattgemüse, Wildkräuter auf alle Fälle. Das sind Sprossen, auch Chlorella, Spirulina. Es gibt einige Lebensmittel, die wirklich eine hohe Mineralstoffdichte haben. Und da sollten wir uns Vegetarier, Veganer natürlich auch hinwenden und diese Lebensmittel auch vorrangig zu uns nehmen. Die China-Studie besagt ja, wer viel tierisches Eiweiß, viel tierisches Fett zu sich nimmt, der kann an Schlaganfall leiden oder Schlaganfall bekommen, an Krebs erkranken, Herzbeschwerden bekommen, an Arthritis leiden. Und dann denke ich mir, was für die Organe schlecht ist, soll für unsere Zähne auf einmal gut sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dann leide ich lieber ein bisschen an Karies und bin davon frei von Krebs und Arthritis und mein Herz funktioniert und
Alles ist mit meinen Organen gut. Aber es ist ja auch immer so, dass die Zähne und die Organe auch miteinander verbunden sind. Das ist, unser Körper ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Zähne und da die Organe, das wirkt ja alles, ist ja alles eins. Da will ich mich auch noch mal ein bisschen vertiefen und das mehr, mich da mehr belesen, wie das so zusammen, wie die Organe mit den Zähnen ganzheitlich zusammenwirken. Was ich noch erwähnen wollte, das hatte ich auch schon in meinem Zahnpulver-Video und Informationsvideo erwähnt. Das erwähne ich immer so gerne. Und zwar erwähne ich immer gerne diesen Zahnarzt Beston Price, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA, Oklahoma oder so, praktizierte als Zahnarzt und er dann irgendwann feststellte, dass die Karies so immens zunahm und auch mit degenerativen körperlichen Erscheinungen wie, ich glaube, auch eingedrückter Brustkorb oder Hüftleiden oder so einherging. Und er machte sich dann auf. 10 Jahre lang ist er durch die Welt gezogen und hat traditionell lebende Völker gesucht, die sich noch traditionell ernähren. Er war bei den Inuit, er war bei den Indianern, er war bei dem Schweizer Bergvolk, er war am Kongo, bei den Aborigines, bei den Maoris. Er hat wirklich festgestellt, die Menschen, die sich traditionell ernähren, von den Lebensmitteln, die in ihrem unmittelbaren Umfeld waren, dass die kaum an Karies litten, beziehungsweise gar nicht an Karies litten. Dann hat er vor allem bei den Indianern und Inuit festgestellt, zum Beispiel bei den Inuit, wenn die weiter südlich gezogen sind in Städte, wo wirklich auch westliche Nahrungsmittel erhältlich waren, wie Weißmehl, wie Zuckerprodukte, Sirup, Marmeladen und so weiter, Trockenfisch, dann haben diese Inuit wirklich schnell Karies bekommen und die Generationen, also und ihre Nachkommen hatten dann wirklich auch Zahnfehlstellungen, schmale Kieferbögen, das hat er wirklich einwandfrei feststellen können. Sind diese Menschen aber wieder zurück in ihr Ursprungsgebiet zurückgewandert und haben sich wieder traditionell ernährt, dann ist es wirklich passiert, dass sich, wenn sie Karies hatten, dass sich dann eine Zahnschicht, eine Dentinschicht über die Karies gelegt hat und sie auch keine Probleme mehr mit diesen Zähnen hatten. Die Karies sozusagen geheilt war, der Zahn war zwar ein bisschen sozusagen angeschlagen, hatte ja die Karies, aber die Karies wurde gestoppt und die Zahnschicht bewahrte eigentlich den Menschen dann davor, vor Schmerzen oder dass diese Karies weiter ausbrach. Aber nur, wenn sie sich traditionell ernährten. Genau, das wollte ich also nochmal als Abschluss sagen. Es ist womöglich, Karies zu heilen. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, euch haben diese Informationen gefallen. Dann könnt ihr mir gerne einen Daumen dafür hochgeben. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, insofern ihr das nicht schon getan habt, wenn ihr weitere Videos rund um die vegane Rohkost, Infos und Rezepte von mir sehen möchtet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video zu schauen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar unter diesem Video lassen. Was haltet ihr von diesem Thema? Habt ihr Tipps, Erfahrungen? Gern auch konstruktive Kritik. Ich bin immer gern bereit, mich mit euch auszutauschen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald.